Willkommen zurück zu Golfit. Wieder mit dem Gary und dem Jojo. Hallo. Moin. Hey ho. Und wie ihr schon wunderbar erkennen könnt an Hintergrundmusik, ja, kommt hier eine wunderschöne Welt. Jetzt können wir singen, this is Halloween. Ja, irgendwie schon. Das ist die Graveyard-Welt, Leute. Wird sicher lustig. Hallo? Achso, ich warte nur noch, das Match starts da. Jetzt wird's dunkel. Ja, und da sieht man direkt, was hier abgeht. Ne? Was zum... Das könnte eine Silent Hill-Welt sein. Ja, ne? Die Golf-Otherworld. Genau. Die Hölle eines Golfers. Au. Oh Gott, ist das assi. Mal. Okay. Ja, ist es. Und wie? Geschnetzelt worden. Okay, drei Schläge, ein Bogey. Ist nicht so schön für den Anfang. Was? Aber du bist schon... Oh. Ja. Das ist übrigens die Höllenwelt. Hier werden wir richtig viele Schläge. Könnt ihr mich bitte nach vorne schubsen? Nein, könnt ihr nicht? Schade. Shit. Und Jojo schmeißt dich raus. Das ist cool. Ja, Feuerball und so, ne? Slayer hat noch die wenigsten Schläge. Ja. Yes, irgendwie. Er mogelt sich durch. Slayer hat Luck und macht drei Schläge hier, ne? Ja, hier braucht er auch Luck. Beide. Au, 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 au. Ja, jetzt, jetzt gibt's filetierten Feuerball. Filetierten Totenkopf. Ich meine, er passt hier am besten rein in die Welt, ne? Obwohl, meine Spinne eigentlich auch. Meine Spinne auch. Warum fliegt er so davon? Ich verstehe das nicht. Wegen den Dingern, die haben so eine komische Physik, wenn die dich treffen. Den Hackenbeilen. Ich bin gar nicht getroffen worden. Drogen, Schatz. Nein. So. Ist okay, Schatz. Ist sauber. Okay, es fängt schon mal interessant an. Oh ja. Na ja, gut, immerhin. Schau dir das an. Mm. Guck mal, da fliegt ein Geist vorbei. Mhm. Das ist fast ein bisschen zu dunkel, ey. Ich glaube, ich muss da irgendwie das Gamma noch höher drehen. Das ist ja übel. Geht das überhaupt, ist die Frage. Ich guck mal. Das hier ist so eklig, Leute. Oh, jetzt sieht Slayer mir im Weg. Willst du mich verarschen, Slayer? Verzieh dich! Alles Absicht. Ich muss jetzt mal gucken, wo lang. Geradezu. Also nach links hoch da, je nachdem, wie du guckst. Aber ich kann nicht, solange du da liegst, weil dann treffe ich nur dich und dann fange ich unter die Schläge. Oh ja, ist viel so besser. Gut. Ich liege auf dem Rand. Gamma hochdrehen ist besser, sagst du? Habe ich, ja. Also ich fand es deutlich besser. Es war viel zu dunkel bei mir. Wie kommt man in die Option? Brightness ist auf 1,1. Ja, so ein bisschen das Gamma hochdrehen ist okay. Ja. Ja, in den erweiterten Optionen, Slayer. Slayer, was machst du da oben? Ich weiß nicht, genieß die Aussicht. Ja, guckst uns zu, ne? Ist doch schön. Ja, ist cool, Slayer, mach's gut. Okay. Oh, Zustand. Ah, so vorbei. Knapp, ich jetzt fast geschafft, verdammt. Drin zu kommen. Nein! Oh, der Winkel war so scheiße. Okay, ich muss das Gamma auch wieder ändern, das ist jetzt viel zu bright alles. Ich bin so doof, ne? Ich könnte schon ein paar Mal eingelocht haben, aber nö. Ich brauche noch zwei, drei Schläge. Habt ihr das hier in den Spielöffnung geändert, oder? Ja. Ich hab's wieder rückgängig gemacht, das sah zu doof aus. Dumme Frage. Sorry, ich habe nicht gesehen, wie Jojo eingelocht hat, aber... Dumme Frage, wie öffnet man hier die Option? Escape, dann Optionen und dann auf erweitert, also Grafik erweitert. Ah, okay. Gott, die Musik macht mich irgendwie bescheuert. Ja, ne? Stell dir mal vor, wir kommen bei so einem Loch nicht weiter und müssen das irgendwie eine halbe Stunde ertragen. Oh Gott. Ja, wären wir sowieso, weil die Parts dauern bei uns gerade eine halbe Stunde, also. Weiter. Ja, oder halt noch länger, ne? Nein, was habe ich denn getan? Warum ist das wieder so? Oh ja, das hier wird geil. Okay. Das Loch wird geil, Leute. Hier einzulochen wird die wahre Freude, sage ich euch. Ich habe schon da irgendwas sich drehen gesehen, also es hat mir schon gereicht. Mega-Karussell. Wie ihr gar nicht spielt. Weißt du, wie ich das auch alleine mache und ihr steht einfach da und guckt ein bisschen doof. Ich mach mir erst einen Plan. Ich bin noch in den Optionen, Mensch. Ach so, ja gut. Slayer, du hast eine Entschuldigung. Jojo nicht. Ja. Jojo, man muss ein bisschen drauf losspielen. Nimm mal nur Plan, ist auch scheiße. Du musst ein bisschen hier on the fly denken. Guck nämlich so. So viel zu deinen Plänen. Irgendwie hab ich... Hey. Sie nochmal blöd fragen. Ach, Menno.
Das Main steht nicht Brighton. Jetzt habe ich Brightness, ah, da. Ja, unten rechts dann. Zu langsam wieder. Hätte ich dir noch sagen sollen. Bleib stehen, eben, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Dieses Drehen sorgt halt dafür, dass du ein bisschen härter zuschlagen musst. Hm. Zu. Boah, puh. Sorry, Leute, wir hätten das mit dem Gamma-Gedöns auch vor der Aufnahme machen können, aber wir haben halt nicht gesehen, wie das hier aussieht mit der Welt. Das ist vielleicht ein bisschen. So, jetzt fehlt nur noch Slayer. Ja. Ja, ich hab's auf 1,1 gelassen. Der Rest, ansonsten strahlt das Weiß so sehr und so. Eventuell macht die Brightness nochmal um 0,2 höher oder so, dann dürft's auch gehen. Ich hab's halt nur einen Tick höher gestellt, das reicht halt schon, aber es war halt vorher teilweise echt. War's auf 1,0? Wo weil muss dann ich überhaupt auch hin? Wo bin ich hier? Rechts musst du hin, du musst durch den Sarg durch. Alles klar. Das sind zwei kleine Löcher. Ich meine, das kannst du mit V dir erstmal alles so ein bisschen angucken. Die Kerze ist hardcore. Ich muss es wieder runter. Das andere Loch wäre besser gewesen, weil dann hättest du an dem Totenschädel stoppen können, aber es ging ja dennoch. Oh, und diese Karussellmusik, ne, da kriegst du ja was an dich. Oh, ist ja wie bei Batman, ey. Oder bei Mario 64 gab es doch auch so dieses Spukhaus mit dem Karussell. Ja, genau. Oh, das habe ich ja geliebt, ne? So, bist du was? Feuerfrei. Mal gucken, was passiert. Ja, das war vielleicht nicht die klügste Sache. Ja, super, bist genauso weit gekommen wie ich. Ja, ich habe ein bisschen weiter nach rechts geballert. Nein! Also die Brightness ist ja echt ziemlich krass, muss ich schon mal sagen. Shit. Ja, also ne? Auf 1,5 und trotzdem. Okay. Puh. Schon wieder ein Bogey, ey. Ich komme nicht mehr unter Paar in dem Scheiß hier. Aber Slayer reißt. Immerhin bin ich diesmal nicht ganz so kacke. Ja, das hier ist Slayers Welt, habe ich das Gefühl. Der zieht mich diesmal ab und Jojo. Naja, Jojo ist sowieso heute ein bisschen hinter. Jojo ist Jojo. Ist okay. Kannst du dir auch mal erlauben, Jojo? Du hast jetzt mal einen Sieg eingefahren und du willst einfach nicht noch Ballistic Minigolf spielen. Ich sehe das. Haben wir ihm nämlich gesagt, wenn er jetzt nochmal gewinnt in einer der letzten beiden Welten, dann muss er Ballistic Minigolf spielen. Mindestens so weit, wie Slayer und ich es schon gemacht haben. Wir sind ja noch gerne als Gäste dabei, oder Slayer? Also ich aber gerne. Gerne doch. Feuern dich an. Oh, fast. Ah, Gott. Moin! Boah. Habt's gesehen, Leute! Oh, geil! Das war zu kräftig. War das mega gut oder war das mega gut? Das war mega gut, Leute. Ach, komm schon. Oh, ich bin da schon ein bisschen stolz auf mich. Oh, ist das war dreckig. All-in-One. Ja, das ist mega dreckig. Das ist Pinball, Leute. Das ist Pinball. Und das ist nicht so Pinball, sondern es ist so Pinball im Asiland. Wow. Wie wäre Pinball, wenn man es möglichst asozial macht? Ja, Hardcore-Asiland, aber echt, ey. Das war mega gut. Ah, oh, wenn du noch ein bisschen gebraucht hättest. Bong, 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 bong. Ja. Die Flipperkugel rollt kommt. Und. Nein! Oh. Schon zum dritten Mal. Ausgerechnet. Ja. Und zum dritten Mal prall ich da hinten an den letzten Dingen weg. Wenn sie oben sind und am Runtergehen sind, dann musst du schlagen, Slayer. Und dann mit einer guten Wucht. Nicht zu viel, aber genau. So ein bisschen. Dann hättest du nämlich direkt runtergeschafft, so wie ich. Danke, dass ich an der Kalle liegen bleiben darf. Lucky. Ja, bis. Und dann so macht er wieder so ein, ey. Jojo, schau dir wirklich mal Ballistic Minigolf bei uns an. Das war dauernd bei Slayer. Ich hab's auch 2-3 Mal gemacht, aber das, bei Slayer. Das ist auch eine Art Talent. Ne? Das ist definitiv ein Talent, ja. Das nein, meine Nemesis rotierende Plattform. Aber gut, die sind zumindest auf einer Höhe. Die anderen haben sich ja andersrum gedreht. Ja, genau. Die haben sich ja entgegen dir gedreht. So. Nein. Nicht in der Horizontalen, sondern in der Vertikalen. Das war dagegen schon geiler. Wow. Tut mir leid, Jojo. Aber drehende Plattformen waren, fand ich immer schon geil bei dem Kram. Das ist ja genau deins, ne? Ja, nicht genau meins. Ich glaube, es gibt besseres. Vor allem, jetzt habe ich den Slayer noch förmlich vor das Loch befördert. Ja. Ja, danke für die Hilfe. Hat dem Slayer ein paar gute Schläge gegönnt. Ausnahmsweise mal. Hat dich sogar überholt. Also, stimmt, der hat dich ja echt überholt hier.
Und oh, was das ist, das ist eine fiese Seuche, Leute. Was soll da viel? Das ist eine richtig fiese Seuche. Das ist ja reines Glück, oder? Ja, kann man jemanden, Glück spielen. Kann man jemanden Besen wegräumen? Ich wollte gerade sagen. Nein, langsam, nicht so schnell. Oh. Hole in One. War das ein Glück? Das war wirklich ein Glück, Leute. Das war, wow. Das müsst ihr auch im Part, das müsst ihr euch im Part angucken. Das ist nicht dein Ernst, oder? Warte mal, Jojo, damit wir... Oh, und. Yes! Was, der ist jetzt... Der hat ein wunderschönes Hole in One gemacht. Das war richtig gut. Oh. Besser als meins. Meins war noch viel riskier. Oh, und der Jojo campt am Start. Ja, also Jojo, jetzt hau raus. Mal gucken, wie bei dir das Glücksrad heute spielt. Also, ich komm so nicht geil, mal an, oder? Ja, doch, aber jetzt wird's eklig. Guck mal, jetzt. Oh, ich wollte nur mal die anderen Möglichkeiten zeigen. Ich wollte nur mal zeigen, dass die anderen Löcher nicht zum Ziel führen. Sehr gut, Jojo. Vielen Dank dafür. Ich denke, für die Demonstration. Wir können alle sagen, wir haben es verstanden. Oh, jetzt schafft das. Das sieht gut aus. Lucky. Ja. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. Ich muss sagen, das Brett sieht voll geil aus. Also, das war ein geiles Loch. Ja. Aber es ist halt so ein reines Glücksspiel, ne? Das ist so dreckig. Hier kannst du halt einen Schlag brauchen, du kannst aber auch 20 brauchen. Ohne weiteres. Okay. Oh, das ist so ein richtig. Okay. Das hier ist eine richtige Drecksau. Das glaube ich gern. Scheiße, hier habe ich genau das nicht hinbekommen, was ich. Shit. Was ich nicht haben wollte. So, dann sind wir schon mal weit gekommen, ne? Ja, guten Tag. Hallo. Schön, dass alle auf der Halbzeit gesehen hab. Ich geh dann mal. Das war zu stark, oder? Nee, passt sogar. Passt sogar. Ah, schön. On par. So mag ich das. On par sehe ich immer gerne. Oh, dann baller ich mich wieder drüber hinaus. Bist du überhaupt auf Slayer? Ja, ne? Ja. Alles gut. Alles gut, alles klar. Immen Bogi passt. Aber der war, das war okay. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ich kann das nicht mehr aufholen. Dagegen wird das hier die absolute Hölle für uns. Ey, woher weißt du das immer schon auf Anhieb? Oh nein! Ja, ich geh mir die Strecke an. Hast du mal die Strecke gesehen? Da weißt du ja, sofort. Ja, da bin ich gerade mal kurz am Rauszoomen, wo du schon sagst, oh, alles kacke hier. Die Silent Hill hat oh nein, da hinten ist keine Wand. Da hinten ist keine Wand, Slayer. Was ist das denn? Was? Oh nein. Ah, so, okay. Danke fürs Zurückschleudern. War ich das? Ich glaube. Oh, gerne. Alles gut. War schon mal on schlecht. Par. Leute, on par ist so das, was ich gerade versuche zu erreichen über so einer scheiß Strecke hier. Oh, versuch die Bande mitzunutzen, Slayer. Ja, genau. Bitte bleib oben liegen. Bitte. Jetzt kommt Jojo und schmeißt ihn weg. Untersteh dich. Ah, das ist ja. Ja! Er hat's versucht, ey! Das ist genau dahin, wo ich. So eine Sau, ey! Alter Saboteur! Ich glaub's nicht. Ah, aber das war cool. Das war eine coole Aktion, Jürgen. Ich kann auch gerne wieder von vorne anfangen, ist okay. Ja, geh ruhig schon mal in die Stadt. Das ist so schön hier. Am besten bei Loch 1. Ja, das könnte. Wow. Das könntest du einfacher haben, Jürgen. Du kannst einfach R drücken und du wirst automatisch an den Start zurückversetzt und kriegst einen Fehlschlag. Also nur so nebenbei. Mit L kommst du an die letzte Position, by the way. Kriegst aber zwei Fehlschläge. Ah, okay. Nee, mit L ist Licht. L ist Licht. Warte mal, was war das? Guck gerade mal ganz schnell, sorry. Lass mich in Ruhe, du Ball. Ah, nee, ich guck noch nicht gleich. Oh, mein, ja. Nicht L, es war eine andere Taste. L ist Licht. Drück mal L. Passiert was? Jetzt ist L. Er hat Scheinwerfer. Ja. Tatsache. Ah, wow. Geil. Jetzt geht's los hier. Irgendwie cool. Ich mag das mit dem Licht. Das ist eine lustige Sache. Du sollst nicht blinken. Ist ja wohl jetzt nett. Hast du mir was gezeigt. Ah, oh, Spielkind. Er hat was mit dem Spiel gefunden. Ja. Ja, ehrlich. Ich bin mal direkt Held, ey, Anfall, ist schrecklich. Jetzt haben wir einen pulsierenden, brennenden Spinnen. Nutzt die Bande, Jojo. Nutzt zur Not die Bande. Braucht man nicht. Ja, sieht man ja, ne? 47 Schläge und so. So. Okay. Oh, crap. Da war ja noch was. Ich dachte, es ging direkt auf Loch zu. Ja, ne, denkst du? Ja, denke ich ehrlich. Die Kerzenpyramide ist vor uns.
Ah, damn it. Ins Loch kommen können wir im zweiten Schlag, ne? Nix da. Immer noch ein paar Leute, alles ist gut. Nichts ist verloren. Ah, verdammt, knapp vorbei. Boah, ich bleib erstmal instant da hängen. Ah, Slayer, wunderschön, 3 Schläge, nice. Ich verkack's wieder. Optimal. Die Welt liegt dir nicht, ne? Nee. Nee, irgendwie. Die Welt schmeckt ihm echt nicht. Ich hab's aber gesagt, ne? Die Eiswelt, Leute. Ach nee, die Eiswelt habe ich gemacht. Was war die letzte? Nee, was war die letzte? Ja, doch, das Mine. War Mine war's. Mine, die Mine. Ja, so Gimmick. Mine hat er gesagt. Das mag der Jojo. Und Horror ist halt mehr so meins, ne? Also, das hier merkt man schon. Ja, das war auf jeden Fall mehr dein. Also, das hier. Ja, das hier meinte ich. Das kommt hier noch. Teleporter-Spaß, Leute. Die müssen einen richtigen Kessel finden. Und noch was. Die müssen richtig den Kessel treffen. Und noch mehr Ballistik-Minigolf-Flashbacks. Mhm. Okay. Ah, und ich treffe noch nicht mal einen, ey. Ich auch nicht. Ja, ne, allein das ist schon so eine Glückssache. Oh, scheint den richtigen getroffen zu haben. Vielleicht musst du auch nur einen treffen. Slayer. Es kann sein, dass du auch echt nur einen treffen musst. Oh nein, und da musst du... Was war das denn? Verdammt. So funktioniert das nicht, Slayer. Ich weiß. Oh, okay. Es war überhaupt ein Treffen hier. Ah, scheiße, ich bin aus der Welt geflogen. Ich bin an der Kante abgeprallt. Ich falle immer zwischen die Scheißdinger. Das war schon mal falsch. Nein! Nein, es ist so gemein! Das war auch falsch. Ich habe jetzt schon 2 getroffen, ne? Ich okay, habe Leute, how to play. Es ist F, was euch an die letzte Location bringt. Mit 2 extra Schlägen. Boah, das Slayer hat mich gerade mitgekickt. Ja, das Loch hier verkacke ich. Hier ist meine Führung jetzt weg. Das Loch war richtig bescheuert. Ich habe 12 Schläge gebraucht. Ich habe 4 Strafschläge mir reingehandelt, weil ich mich wieder in die Position hier gesetzt habe, weil das sicherer ist. Hä? Ja. Was? Hey, 13 Schläge. Du musst schneller dadurch. Du musst schneller dadurch. Wie schneller dadurch? Ja, Chest ist. Ich sag dir nicht mehr. Du bist nämlich Schläge vor mir. Nee. Ich habe hier 4 Strafschläge fangen. Bist du gemein, aber gut, dann sag ich auch nichts. Also bitte, ja, ich muss das ja auch selber rausfinden. Ach so. Ja, zieh mal ein bisschen mehr durch. Ja, ich verstehe schon. So und dann... volle Möhre. Oh, und noch runtergefroren. Und zurück zum Start. Du hast noch einen Schlag frei, ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Jetzt ist nämlich vorbei. Ja. Maximale Schlaganzahl ist 15, das heißt, das war's. Och, bla. Du hättest... 17? Nee, okay. Du hast Strafschläge anscheinend noch bekommen. Oh, wei, oh, wei. Du hättest einfach voll durchziehen müssen, das war so das Ding. Ja, aber ich hab's erst, nachdem ich da mal rausgeschossen wurde, oder nach dem zweiten Mal erstmal kapiert, wo es überhaupt das nächste hingeht. Ja, das ist auch ziemlich Arsch. Ich hätte es doch wieder machen sollen, ne? So alte Taktik, einfach draufhauen. Ja, manchmal hilft das wirklich. Scheiße. Das hier ist ein mieses Loch. Ich hasse die auf dem Hügel sitzen, ne? Die hasse ich wie die Pest. Ah, da passiert nämlich immer sowas. Nein. Das ist ja auch voll konfus, das Loch irgendwie. Keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin, aber ja, ne? Okay. Ja, es ist auch dreckig. Ach du Schande. Zum dritten Mal drüber hinausgeschossen. Mhm, das ist so blöd. Das Loch ist gar nicht so konfus, ey. Wenn du mal nach rechts guckst. Guck mal nach, oder guck jetzt mal Jojo zu, guck mal. Durch den Kessel. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Genau, das dachte ich mir auch. Anfang. Stark stärkerst du, genau so. Ui. Guck, du kamst hinter der Wand raus, Slayer, siehst du das? Mhm. Und dann musst du hier rüber und dann durch diesen Kessel und dann kommst du zum Loch, zum Kessel. Wenn du den Kessel nimmst, bist du wieder am Anfang, genau. Ja, ne? Merkst du was? Das war halt nicht so geil. Also ich merke schon, Jojo schmeckt das hier irgendwie nicht so, ne? Nee. Merkt ihr das, Leute? Die Welt ist nicht Jojo. Zu gimmicky, ne? Tut mir wirklich leid. Ja, aber komisch, die Minen waren gimmicky, ja, wenn man das so sagen kann. Ja, ist ein Wort, Leute. Wort. Deutsch. Oh. Nennt man Neologismus, Neuwortschöpfung, ja? Also, das ist einfach ein Scheiße hier, dieses Level. Aber ich sage, es kommen noch Teleporter. Das sind die Teleporter, die ich meine.
zum Kotzen ist das, ey. Ja, pass mal auf, das da hochzukommen, da habe ich 4, 5 Schläge für gebraucht. Ich habe 5. Nee, habe ich jetzt schon drin. Nee, ich bin mit dem ersten Schlag schon hier gewesen. Ich habe, wie viele Schläge hier gebraucht? 6 Stück. Ich habe 5 Schläge gebraucht, um in dieses scheiß Loch reinzukommen. Ich hasse die auf dem Hügel, ne? Die sind immer so eine Rotze. Und das war's. Die Geschwindigkeit muss halt genau passen, ne? Aber genau. Und je nachdem, wie weit du wegliegst, brauchst du halt noch entsprechend mehr Geschwindigkeit. Ah, ja. Es ist richtig fies. Ist das doof. Oh, schön. Oh, Joy. Mm. Schöne Hackeball, das sehe ich schon mal. Einladend. Wow. Skiller. Ich habe einfach die Lücke dazwischen genutzt, richtig. Aber es das heißt noch nicht, dass ich es geschafft habe. Ja, dann kommt nämlich so ein Scheiß hier. Oh. Und dann weiß ich nicht, wie dieser Schädel das deflektet. Ja, oh Gott, ja, geil, gar nicht. Gott. Der schubst mich nur raus, die Scheiße hier. Oh, geil. Mm. Scheiße, ey. Ja, das war schon mal ganz drin. Du Sack, Slayer, ey, du Sack. Und paar. Ich habe einen Double Boogie gemacht dadurch, ne? Ein Double Boogie. Weil dieser Scheißschädel mich so dumm deflektet hat. Weil er nämlich nicht wie eine Wand zählt, was ich erwartet hätte, sondern wirklich gemodelt ist, weißt du? Du kannst halt wirklich, du hast ihn wie eine schiefe Ebene im Endeffekt. Ja, das ist so beknackt. Problem hatte ich vorhin auch mal. Ah, aber gut, dass es jetzt weiß. Das wird mir hoffentlich nicht nochmal passieren. 92 Schläge. Oh, Joy. Ist da hinten wenigstens eine Wand? Ja, da ist wenigstens eine Wand. Okay, immerhin. Mhm, die hilft dir nur nicht. Woohoo, der war nice. Ach du liebe Zeit. So viele schöne Abgründe wieder. Gerade durch. Aber ich habe nicht mal den ich habe nicht mal den Dings getroffen. Hätte klappen können. Scheiße. Nein. Das musst du auch in einem durchziehen, weil du sonst kommst im Kessel landest und der Kessel bringt dich wieder zum Anfang. Richtig mies. Ja, Slayer, was ziehst du hier ab? Hä? Ich habe on par. Wie sieht's mit dir aus? Shit. Ah, Jojo, halt's fast. Jojo hätte es fast ein Slayer ein bisschen zu heftig gemacht, okay? Ein bisschen. Ich versuche halt, euch beide jetzt sehr zu verfolgen. Nope. Ah, ihr beide ein bisschen viel. Aber die Welt hier fand ich eigentlich ziemlich cool. Also, beziehungsweise die Welt, diese Bahn hier fand ich eigentlich ziemlich cool. Oh nein, ihr werdet nur zurückgesetzt. Nicht an den Anfang, sondern an das, wo ihr gerade wart. Also an die letzte Plattform, die ihr erreicht habt. Wenn ihr also den Kessel trefft, ist das sehr gut. Yes! 7. Triple Boogie, immerhin. Ihr habt es beide geschafft, sehr gut. 99. 99. 99 Golfschläge. Ja, yeah, genau. Für den Weg zum Horizont. What? 2 Löcher hier. Ja. Egal welchen Weg man nimmt, man schafft es. Theoretisch. Aber man liegt scheiße für beide Wege, weißt du? Das ist toll, das liebe ich ja. Ja, ja. Oh Gott. Ups, das war viel zu weit, ja. Komm, noch ein Stück. Du Sack, ey. Ey, komm. Wo lieg ich denn bitte? Schneller, schneller. Komm. Nein. Komm. Ah, jojojojo. Ja, komm. Wie Slayer, ey. Ups. Aber wir haben hier für jede, wir alle drei haben 3 Schläge gebraucht für das Loch. Alle im Bogey. Cool. Das war aber auch ein fieses. Oh, das hier ist noch schlimmer. Was? Ey, das hier ist ein wunderschönes Loch. Leute. Ach, das Schande. Ja, jeder Weg führt ans Ziel, nur seht mal zu, ne? Das wird wunderschön. Okay. Ja, das war schon mal nix. Das war auch nix. Oh Gott. Ah, es ist so eine Seuche, ey. Es ist so eine Seuche, sag ich euch. Glaube ich jetzt. Fast gehabt. Du ich musst halt. Ja, Slayer einfach rennen. Der Sack, ey. Wie hast du das gemacht, Slayer? Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ah, da hatte ich es auch fast. Da hatte ich es auch fast. Ja, okay. Nicht zu viele Dings gefangen, immerhin. Jojo macht einfach sein Ding. Nein. Oh Gott. Oh, jojo, aber immerhin oben, ne? Ja, eben. Das ist die Schwierigkeit hier, überhaupt auf diese scheiß Plattform zu kommen. Es ist so gemein. Also ich brauche noch maximal so 3, 4 Schläge, ne? Dann sollte ich das irgendwie kommen. Hast du noch frei, Jojo? Ist alles gut.
Muss dich nicht hetzen. Ist doch super. Ich habe noch Zeit, ne? Knappe Stunde. Ja, klasse. Stunde hast du auch noch, ja? Kannst du Zeit lassen. Ist ja, super. Optimal. Zwei Löcher noch. Das hier ist jetzt ein sehr simples Loch, so sieht es zumindest aus. Nein, weil wenn du. Ja, wenn du halt zu kräftig schlägst. Ja, du musst halt genau jetzt treffen. Genau treffen. Pass auf, der Slayer macht jetzt ein Hole in One. Träum weiter. Ah, fast. Das war fast die richtige Schlagstärke. Das war schlecht. Das war zu schwach. Das Dumme ist, wenn du zu stark machst, passiert eben das da. Ja. Und da wird es auch nicht schöner. Und das Dumme ist, je mehr Schläge du hier brauchst, desto mehr schlägst du dich out of position. Dammit. Ah. Ja, das war auch schön. Da behindern wir uns jetzt gegenseitig. Ah, komm, der war doch. Shit. Ich hasse sowas, ey. Ja, es ist echt mies. Ach, komm. Das ist halt dieses Maulwurfshügel. In Benno, das ist gemein. Ich guck mir mal die andere Seite an. Oh. Hi, Slayer. Hallo. Na, lang nicht gesehen, wa? Das sind so Löcher, die haben einfach nur die Schläge hochtreiben sollen, habe ich so das Gefühl. Ja. So ungefähr. Oh, es ist zum Heulen. So. Jetzt liegt er hier beide im Weg. Erstmal breit machen. Oh, guck mal, habt ihr gesehen? Geh mir aus dem Weg! Jojo. Ich hab es gesehen, ey. Der war da. Ey, wie willst du denn da hochkommen? Ja, es ist... Oh, so! Oh, er hat es immer schon fast. Der wäre doch gewesen, Leute. So, jetzt muss erstmal der Gary da zur Side. Nee. Gönn mir es, du Miststück! Ich bin immer noch zu schnell. Gott. Okay, ich glaube, das hier wird vielleicht mein Hassloch vom ganzen Spiel bis jetzt. Ja, wird für uns alle ein total beschissenes Loch. That's what she said. Oh, come on. Wie die echt nur hin und her bauen. Ne? Oh, Leute. Null Fortschritt. Ich bin gespannt, ob da ein Kommentar kommt. Ey, ich finde das voll super. Ich hab das beim ersten Mal gemacht, Kappa. Ja, ne? Genau. Kappa, ne? Vor allem, ne? Ja, vor allem Kappa, ey. Lass mich bloß mit dem Twitch-Scheiß in Ruhe, Leute. Ich finde die Dinger so schlimm. Nein! Jetzt fliege ich auch noch raus. Das heißt, ich muss an der Scheiße wieder starten. Ach, wie soll done. Wir sind alle done. Wir haben alle keine Schläge mehr frei. Nur Jojo hat noch drei. Hölle. Drecksloch. Oh. Waffendrecksloch. Wie wir hier 17 Schläge beide gefangen haben, Slayer. Wow. 17 Schläge. Ja, ich bin auch noch dran, du. Ja, einen hast du noch, oder? Ich glaube, noch einen hast 17. du noch. Und dann hast du auch die 17, weil du zwei Strafschläge bekommst, wenn du die maximale Schlaganzahl erreichst. What? Ist ja nicht schon schlimm genug, weißt du? Ach so, ja, das ist natürlich cool. Ne, kannst jetzt nämlich auch 17 wieder. Ja. Du hast aber schon dreimal 17, Jojo. Du hast mir den Schnapsfall geschlagen, ja, immerhin. Yay! Punkte sammeln ist doch cool, oder? Das ist, ja, ich will Score. Okay. Wie Slayer, wie er mir voll im Weg liegt, ey. Ja, ich hab da so eine hässliche Spinne vor mir. Okay. Hässlich, die ist voll süß. Ah! Das ist Hölle. Ich muss gerade an die denken, die ich mal an der Wand hatte. Das ist auch ein bisschen doof. Nicht mehr süß. Oh, das war gut. Und yes! Geil, Birdie! Das war nice. Ich hab gerade überhaupt nicht verstanden, was nach dem Kessel passiert ist. Shit happens, Jojo. Immerhin Double Bogey. Ich habe auch kein... Oh, du bist da. Keine Ahnung, wo du bist, Jojo. War da nochmal voll durch. Zwiebel ein, komm. Moin. Also, das vor mir bringt ja überhaupt nichts. Also, ich muss ja wieder zurück. Schätze ich. Ja, also, da die zur Stange kommst du nicht. Du musst durch den Kessel, ja. Ja, aus dem bin ich eigentlich gerade gekommen. Zwiebel nochmal voll rein. Mal gucken, wo du dann rauskommst. Weil da kommst du nicht durch. Ja, genau so. Und bam. Ja. Es gab mehrere Wege, hier hinzukommen. Und das Schöne war, bei mir, weißt du, ist mein Ball ist durch den einen Kessel beim Loch durch, hinters Loch, in den anderen Kessel, nochmal oben durch den Kessel gekommen und direkt ins Loch rein. Das war stylisch. Alter. Weil er halt Momentum verloren hat dabei, warum auch immer. Eigentlich hätte er Momentum beibehalten sollen, aber egal. Aber er hat Momentum verloren und deswegen habe ich genau das Loch getroffen. Das war super. Ja, Leute, es tut mir leid, Slayer. Die 100 hast du noch voll gemacht. Ich hab dich leider geschlagen. Weil wir alle drei. Zweiter Platz, ich bin zufrieden. Immerhin, ne? Ich meine, ne? Es tut mir leid, Jojo, das war absolut nicht deine Welt.
Aber hey, eine Welt kommt ja noch. Aber immerhin, neuer Highscore. Ist auch was. Ja. Oh, wie böse der Slayer, ey. Ne, Leute, der Slayer. Naja. Aber die große Entscheidungsschlacht steht uns ja noch bevor. Ja. Eben, die letzte Welt, Pirate Cove. Oh ja, dann geht's nochmal richtig rund, denke ich mal. Ja, ich bin gespannt, wie die wird. Ich habe da selber keine Ahnung mehr, was da war. Ich kannte hier noch ein paar Sachen von, habe aber nie gewusst, wie man die am besten spielen soll. Ich habe sie ja nur mal gesehen. Also. Ich hoffe, wir müssen keine Piratenlieder singen oder so. Weil das wäre dann echt. Ja, wir üben gleich noch im Offen Shanty ein und den singen wir dann nach. Ho, Piraten, yo ho, und eine Buddel voll rum. nee, nicht, ohne mich, ohne mich, lass mal. Das muss dann der Drittplatzierte machen. Okay. Als Strafvideo. Als Strafvideo. Oh, Gott. Oh. Hier mit eurem Scheiß, ey. Warum müsst ihr euch immer so penetrant einen zugießen, ey? Das ist ja schlimm. Das for fun. Ja, for fun. For fun. Ich frage mich, wer da den Fun hat. Ja, ich denke mal, die Zuschauer. Ich meine, guckt euch mal die Schläge an. Wollt ihr wirklich noch ein bisschen mehr Anreiz haben? Ihr wisst nicht, wie die nächste Welt wird. Auf jeden Fall, Slayer, möchtest du abmoderieren? Ja, natürlich. Also Leute, ich hoffe, euch hat gefallen. Das war die Halloween-Welt. Beim nächsten Mal bei den Piraten. Wieder beim lieben Gary auf dem Kanal. Moin. Ja, lasst ein paar Kommentare da. Und ja, man sieht sich dann, ne? Macht's gut. Ciao. Bye-bye, Leute. Tschüss.